bist vom Chloroform noch verschwommen. Langsam kehrt dein Bewusstsein zurück und dein Blick ist geschärft und du weißt, wo du bist. Der Folterkeller von den beiden gesuchten Killern. Sie haben dich gefangen, um dein Elend zu verlängern. Die blutverschmierte Knochensäge und die Skalpelle. Sie sagen, wo du bist, dieser Ort ist die Hölle. Du hörst, wie sie kommen, die Türe öffnet sich. Nun bete zu Gott, hoff, dass er dich freikriegt. Wird er dich erhören? Du weißt es nicht, denn ob Gott diesen Ort überhaupt kennt, ist fraglich. In der Nacht, wenn sie kommen, ist es schwarz und der Dog mit dem Schlag zu dem Stock. Kriegst du hart auf den Kopf und du schreist, denn du weißt, sie sind gleich in deinem Heim. Wenn die zwei dich erreichen, dann gnadet dir Gott. In der Nacht, wenn sie kommen, ist es schwarz und der Dog mit dem Schlag zu dem Stock. Kriegst du hart auf den Kopf und du schreist, denn du weißt, sie sind gleich in deinem Heim. Wenn die zwei dich erreichen, dann gnade dir Gott. Langsam öffnet sich die Tür, plötzlich stehen sie vor dir. Du kannst diese Kälte spüren und willst nur noch weg von hier. Siehst die Schatten an den Wänden, die Gesichter sind verschwommen. Du hörst verwirrendes Reden, bist noch ziemlich stark benommen. Hörst ein Klappern auf dem Tisch, der direkt neben dir steht. Siehst eine Silhouette, wie sie direkt auf dich zugeht. Plötzlich vor dir diese Augen, sie sind schön und doch so tot. Stich dich etwas in den Bauch und unter dir wird das Blut rot. Sie ist irgendwie im Wahn und der andere schließt dich an. Beide schreien wie die Tiere, es sind Frau und auch ein Mann. Der Mann ist an deinem Kopf, aber du kannst gar nicht spüren. Sie hat vor, etwas Blitzendes direkt zu deinem Kopf zu führen. Und die andere Silhouette bringt ein Tablet zu ihr hin. Sie legt dort einiges ab, es sieht fast aus wie ein Gehirn. Du weißt nicht, was hier passiert, keine Schmerzen sind zu leiden. Sind das wirklich ihre Hände an deinen Eingeweiden? In der Nacht, wenn sie kommen, ist es schwarz und der Dog mit dem Schlag zu dem Stock. Kriegst du hart auf den Kopf und du schreist, denn du weißt, sie sind gleich in deinem Heim. Wenn die zwei dich erreichen, dann gnade dir Gott. In der Nacht, wenn sie kommen, ist es schwarz und der Dog mit dem Schlag zu dem Stock. Kriegst du hart auf den Kopf und du schreist, denn du weißt, sie sind gleich in deinem Heim. Wenn die zwei dich erreichen, dann gnade dir Gott. In der Nacht, wenn sie kommen, ist es schwarz und der Dog mit dem Schlag zu dem Stock. Kriegst du hart auf den Kopf und du schreist, denn du weißt, sie sind gleich in deinem Heim. Wenn die zwei dich erreichen, dann gnade dir Gott. Thank you.